Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken X auf Nintendo Switch. Ich bin von der Gameplays als Hobby. Und ja, wir machen natürlich weiter in unseren Online-Rangmatch-Kampf, um weiterhin Punkte zu sammeln. Allerdings hat jetzt ein neuer Abonnent, und zwar der Florian Marx, hat sich gewünscht, dass ich doch mit Gengar spiele. Okay. Ich habe ja schon öfter mit Gengar gespielt, mit dem bin ich allerdings nicht so gut wie mit Knackrack, also Florian, denkt nicht, ich gewinne mit Gengar jetzt sehr gut, beziehungsweise ich kann mit dem gut spielen. Klar, ich habe mit dem schon eine Silbermedaille, ich habe mit dem schon öfter gespielt, aber ich bin jetzt nicht so gut wie mit Knackrack mit ihm. Aber okay, Wunsch ist Wunsch und ich versuche es natürlich jedem mal recht zu machen, also machen wir jetzt mal ungefähr 4 Videos mit ihm. So, als erstes kämpfen wir gegen Bulldozer aus England mit 413 Siegen mit Pikachu. Na gut, okay, versuchen wir es mal halt mal. Los, Gengar, zeig uns, was du drauf hast. Das wollte ich selber machen. Na, wunderbar. Der Gengar und seine Zunge. Einwandfrei. Sehr schön. 1-0 für uns. Lass mich ruhen. Schade. Okay. 1-1. Nicht verkehrt. Okay, Bulldozer, jetzt geht's um die Wurst. Ach, bist so langweilig. Nein! Warum? Oh, noch lebe ich. Ich habe noch eine Chance. Okay, ich habe keine Chance. Toll! Wie habe ich das schon mal vorher in Kämpfen gesagt? Ich finde das so langweilig, wenn die immer nur dasselbe machen, wie er jetzt die ganze Zeit mit diesen einen Schock darüber schicken. Es nervt.
Okay, wieder 50 Punkte weniger. Es fängt schon wieder an. Okay. Aber gut, wir haben ja noch ein paar Kämpfe vor uns. Mal gucken, was der nächste Gegner bringt. Auf jeden Fall Glückwunsch, Bulldozer. So, der Jason aus den Niederlanden mit Lucario und 328 Siege. Meine Güte, warum haben die alle schon so viel? In Kampf-Dojo, so gesehen in seiner Welt. Gucken wir mal, ob ein Geister etwas ausrichten kann. Geist-Gift. Gift-Geist, irgendwie so. Okay. Okay, 1-0 hat ja also noch lange nichts zu sagen, aber immerhin muss ich jetzt noch zweimal gewinnen, dahin einmal. Was hackt hier denn jetzt so? Ich hänge fest, ich komme nicht weg. Scheiße. Das gibt's nicht. 2-0. Oh. Also, lieber Florian, ich hoffe, ich enttäusche dich nicht zu sehr, aber wie gesagt, mit Gengar bin ich einfach nicht so gut. Am besten bin ich wirklich mit Knackrack und Rutena. Ich glaube, das war's dann sogar schon. Sogar. Aber wir sind im Ende Stufe 72 geworden. Sehr schön. So, der letzte Kampf in diesem Video. Schauen wir mal, ob es besser wird. Lugia Aero. 258 Siege aus England mit Schatten Mewtwo. Okay. Gewinnchance von 52%. Ist nicht viel besser als bei mir. Aber es mag natürlich nichts heißen. Kann trotzdem entweder viel besser sein als ich oder sogar auch viel schlechter sein als ich. Und hat halt nur die richtigen Gegner gehabt. Gengar hat viel zu wenig Leben, fällt mir auf. Falscher Knopf. Okay. Habe ich denn überhaupt was abgezogen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ein bisschen. Einmal habe ich getroffen, glaube ich.
Auf Dick da, mach ihn platt. Okay, das war wohl nichts mit Gengar. Heieiei. Die ganzen schönen Siege, die in den Knacker reingeholt haben, gehen zunichte. Aber es ist nicht deine Schuld, Florian. Wie gesagt, ich versuche jeden Wunsch zu respektieren und versuche dir auch nachzugehen. Also werde ich natürlich jetzt auch noch ein bisschen mit Gengar kämpfen und hoffe, dass wir irgendwann mal einen Gegner finden, gegen den wir ein bisschen besser mit Gegnern spielen können. Und ich hoffe, ihr seid wieder das nächste Mal dabei und du auch auf jeden Fall. Und ihr dürft mir natürlich trotzdem gerne einen Daumen nach oben geben, auch wenn es einfach nur zur Unterhaltung da war. Beziehungsweise, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Ja, das war Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit Gengar und von Löher Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.